Moin Leute, da bin ich endlich wieder. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber hier ist das zweite Video und heute geht es um das Mellowboard Review. Okay, ist ein bisschen warm geworden. Also, wenn ihr mich persönlich kennt oder einfach meine alten YouTube-Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich elektrische Skateboards liebe. Ich war früher mal Skateboarder und sie sind genau zwischen Technologie und Skateboarding und einfach super viel Spaß zu fahren. Ich habe schon viele ausprobiert, wie ein Boosted Board oder andere Off-Brand Boards und bin jetzt zum Mellowboard gekommen. Mellowboards ist eine deutsche Firma, um genauer zu sein, eine Hamburger Firma, wo ich wohne. Daher kenne ich die Jungs persönlich, bin früher schon mal den Prototyp gefahren und diesen Sommer konnte ich mir einfach mal für 2-3 Wochen eins ausleihen und das Ganze auf Herz und Nieren testen. Um das erstmal vorweg zu sagen, das hier ist kein gesponsertes Review oder sowas. Ich habe das Board von Mellowboards ausgeliehen bekommen, aber ich kriege nichts dafür bezahlt. Ich darf leider nicht mal das Board behalten. Aber ja, nur dass ihr das einfach wisst, muss man ja dazu sagen. Ich finde die Leute persönlich sehr cool, aber ihr hört hier trotzdem meine persönliche Meinung mit allen Höhen, die dieses Board wirklich hat und den kleinen Problemen, die es natürlich wie eigentlich jedes Produkt auch hat. Erstmal generell zu dem, wie ich dieses Board benutzt habe. Ich liebe elektrische Skateboards, um einfach zu cruisen und Spaß zu haben, vor allem im Sommer. Einfach mal durch die Gegend fahren ist ein wunderschönes Gefühl. Aber vor allem liebe ich elektrische Skateboards auch als Transportmittel. Ich war neulich mal über ein Wochenende in Berlin, bin dann da einfach durch die Stadt gecruised, konnte mir ein paar BVG-Tickets sparen und außerdem entdeckt man die Stadt einfach ganz anders, wenn man durch die Straßen fährt und es einfach ein perfektes Reisegefährt ist. Das Coole am Mellowboard ist auf jeden Fall auch, dass es das Mellow Drive ist und man dann jegliches Board darüber schrauben kann. Man kann also zum Beispiel ein Drive kaufen und man kann dann ein langes Deck haben und ein kurzes Deck. Man sagt, hey, ich nehme ein kurzes Deck, wenn ich einfach nur irgendwo verreisen will oder sonst was. Wenn ich jetzt cruisen und längere Strecken fahren will, tue ich ein anderes Deck darunter und kann so das Fahrgefühl super doll ändern und einfach anpassen an das, was ich machen will. Das ist irgendwie sehr flexibel und halt auch für Pros gedacht, die vielleicht sehr spezielle Boards oder schon ihre eigenen haben, die sie einfach lieben. Ganz am Anfang müssen wir natürlich auch einfach kurz über die Specs des Boards reden. Das Board hat im Pro-Modus, den man erstmal mit 30 km fahren freischalten muss, eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h. Bei mir waren es nicht ganz 40 km/h, ich bin aber auch ein bisschen schwerer als die meisten Menschen. Das kommt immer ein bisschen auf das persönliche Setup an. Aber man muss auch dazu sagen, 40 km/h sind vor allem im Straßenverkehr nicht unbedingt die richtige Wahl. Sollte man nicht unbedingt fahren, zumindest nicht, wenn man überleben will. Dann aber wiederum, wenn man sagt, hey, ich habe freie Strecke, freie Bahn mit Marzipan und kann irgendwo einfach durch die Gegend brettern, ist es unglaublich cool, diese 40 km/h zu haben und es ist ein Gefühl, was ich wirklich so noch nicht erlebt habe und es macht einfach unglaublich Spaß. Dadurch gibt es halt die verschiedenen Modi, dass man das einstellen kann. Ich bin in der Stadt immer gemütlich im Eco-Modus gefahren und der ist immer noch schnell genug für alles, was man haben will und man kann einfach während der Fahrt mit der Remote auf Pro umstellen, wenn man mal mehr Power braucht. Was die Reichweite angeht, bin ich in meinen Tests immer so plus minus 10 Kilometer weit gekommen. Was die Reichweite angeht, hängt es von sehr vielen Faktoren. Natürlich hängt es von dem eigenen Körpergewicht ab, es hängt von dem Riding Style ab, ob man viel beschleunigt etc. Das zieht natürlich Batterie. Dann geht es natürlich auch um, habt ihr Steigungen, habt ihr Berge und wie gut ist die Oberfläche des Belags, den ihr fahrt. All solche Sachen können das wirklich dramatisch beeinflussen und deswegen finde ich 10 Kilometer ist in meiner Benutzung einfach ziemlich gut und das coole am Mellowboard ist, dass man ja auch wirklich einfach den Akku tauschen kann. Einfach einmal umdrehen, Akku raushauen, neuen Akku reinhauen und schon kann man weiterfahren. Ja, je nach Budget kann man so viele Akkus mitnehmen, wie man will und unendlich weiterfahren. Wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ist das coole an Mellowboard, dass du jedes Deck auf den Drive draufschrauben kannst und somit super variieren kannst mit dem, was du fährst. Ich habe immer das Buddy Buddy Cruiser Deck gefahren, was man zum Beispiel im Online-Shop direkt mitkaufen kann und finde es wunderschön. Es ist ein sehr kurzes Board, was es klein und handlich macht, aber es ist sehr breit, was einem damit trotzdem eine tolle Stabilität gibt. Für mich ist es genau das Richtige. Es gibt auch noch ein langes Deck, was ein bisschen einfach komfortabler und weiter ist, habe ich aber ehrlich gesagt nie gefahren, weil ich das Cruiser Deck so cool fand. Insgesamt ist das kurze Deck natürlich mit nicht sehr viel Flex ausgestattet, was das Ganze ein bisschen hubbeliger macht, sagen wir mal beim Fahren. Da fängt ein Boosted Board durch das sehr weiche, flexige Board deutlich mehr ab. Aber wenn ich wollte, könnte ich auch genauso ein Board kaufen
und mein Mello drunter schrauben. Von daher ist es einfach, die Optionen, die man damit hat, sind unglaublich und richtig cool. Aber das Cruiser Deck ist eigentlich für mich schon ziemlich perfekt. Kann ich nur jedem empfehlen. Was das Mello Board mit seinen Hub-Motoren sind die Motoren, die im Reifen direkt drin sind, sehr gut macht, ist, dass der Motor unglaublich leise ist. Wenn man das mit einem Boosted Board vergleicht, das sind zwei verschiedene Welten. Wie man in einem Boosted Board hört man von 20, 30 Meter Entfernung, wohingegen bei einem Mello Board, wenn man nicht gerade sehr doll beschleunigt, hört man den Motor teilweise gar nicht. Das ist vor allem im Straßenverkehr einfach für mich sehr cool, weil es nicht gleich auffällt, dass man ein elektrisches Skateboard hat und Leute nicht irgendwie komisch reagieren oder wegspringen, weil sie ein Boosted Board hören und nicht wissen, was das ist. Das größte Manko am Mello Board ist für mich der Controller. Der Controller ist erstmal deutlich anders als von den meisten anderen Boards da draußen und das ist ja auch erstmal gar nichts Schlechtes. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, den Controller zu benutzen, aber ich muss sagen, dass ich sowas wie den Boosted Board Controller immer noch besser zu benutzen finde und es für mich sich auch einfach natürlicher anfühlt. Hinzu kommt bei dem Controller, dass er an so einem kleinen Bänzel befestigt ist, mit dem man ihn am Arm halten kann. Das ist an sich erstmal schlau, doch das Problem ist, wenn man ihn an diesem Bänzel hängen hat, dann kann es sein, dass das Board, ohne dass man es will, Gas gibt. Und wenn man es dann leicht anpusht, könnte es einfach wegfahren. Das ist einfach ein kleines Designproblem und ich hoffe, dass sie hier in Zukunft einfach ein bisschen nachbessern, weil das, glaube ich, keine große Sache ist und einfach unnötig leider. Was ich an dem Controller wiederum mag, ist, dass er ihn einfach mit einem Knopf durch die verschiedenen Ride Modes schalten lässt und auch das während man fährt und zusätzlich hat er einen Vibrationsalarm oder Motor integriert, womit er einen vor zu wenig Batterie oder halt auch Erreichen der Höchstgeschwindigkeit warnen kann. Das finde ich einfach eine praktische Art des Feedbacks im Controller direkt drin. Kommen wir nun zu den kleinen Details und Features des Boards. Ich finde es sehr cool, dass das Ganze eine App hat, mit der man es relativ einfach verbinden kann. Die gibt einem einfach Übersicht über, wie viel ist man schon gefahren, was für Modes hat man benutzt etc. Das ist einfach praktisch, aber bei einem Board in der Klasse auch nichts Besonderes, sondern eher etwas, was dabei sein sollte. Die App ist aber wirklich sehr schön gemacht. Was ich wirklich cool am Mello Board finde, ist, dass es erstmal made in Germany ist, heißt, es ist wirklich auch in Deutschland produziert. Und damit eingeht natürlich auch eine 2-jährige Garantie, die man auf das Ganze hat. Das ist einfach wirklich cool, falls mal was kaputt geht, kann man sich gleich in Deutschland easy an den Kundenservice wenden und weiß auch, dass man hier abgesichert ist. Also, was denke ich am Ende des Tages über das Mello Board? Das Mello Board ist für mich ehrlich gesagt eins der besten elektrischen Skateboards, wenn nicht das beste elektrische Skateboard, das ich je gefahren bin. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was ihr wollt, aber das ist meine persönliche Meinung. So, wie ihr seht, musste ich jetzt nochmal was nachfilmen. Eigentlich würde jetzt das Segment kommen, dass das Mello Board wirklich toll ist, aber halt einfach sehr teuer. Das war auch sehr gerechtfertigt, doch gestern Abend, heute Morgen ist der Newsletter von Mello Board rausgegangen, dass die Firma aufgekauft wurde und sie dadurch die Möglichkeit haben, ihre Preise deutlich zu reduzieren. Die Preise sind jetzt wirklich deutlich gesunken und mehr so in der Preisrange von anderen Boards, die wir auch kennen und lieben. Früher hat das komplette Set mit Mello Drive, Deck, Trucks und allem etwas über 2000 Euro gekostet. Jetzt haben sie die Preise gecuttet und es sind nur noch 1200. Das heißt, wir haben hier 800 Euro, die es auf einmal günstiger ist, immer noch fürs gleiche Board. Und ich denke, das ist einfach für euch unglaublich interessant und macht dieses wirklich tolle Board und System erschwinglicher und etwas, das man wirklich, wirklich weit oben sehen sollte und das eine der besten Optionen ist, vor allem jetzt zu diesem neuen Preis. Ich will euch hier jetzt nicht alle Preise einmal runter diskutieren und runterbeten, deswegen haue ich sie einmal da an die Seite, dass ihr sie alle sehen könnt. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und einfach für uns als Endverbraucher eine tolle Nachricht, dass die Mello Boards jetzt so viel günstiger sind. Guckt einfach auf die Website, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Spezifika habt, falls es noch irgendwelche Unterschiede gibt. Damit war es das auch schon von mir. Ich finde das Mello Board wirklich toll und hoffe, dass ich nächstes Jahr zum Sommer dann auch eins mein eigen nennen kann und fröhlich durch die Gegend cruise und es halt auch auf Städtereisen nutze, um durch die Gegend zu fahren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem ganzen Ding habt, schreibt mir einfach bitte in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Twitter benutze ich eigentlich nicht, aber warum nicht? Ich freue mich einfach zu hören, was ihr denkt oder was ihr von dem Ganzen, was ihr dazu noch wissen wollt. Haut es mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auf euch und ja, das war es halt erstmal mit dem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video.